Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dino TV. So viel Glück möchtet ihr auch gerne mal haben. Wie das funktioniert, das zeigt euch heute der Markus. Ja, hallo, ich bin der Markus. Wie Jörn schon gesagt hat, kann ich euch heute dieses schöne Sondermodell des Glücksmobil vorstellen. Ein richtig tolles, schickes Fahrzeug, wovon wir auch noch ein paar Fahrzeuge gerade am Lager haben, die wir also kurzfristig liefern können. Das Fahrzeug ist ideal für zwei Personen, aber auch für die dritte oder vierte Gast ist halt eben auch ausreichend Platz. Auf einer Gesamtlänge von 7 Meter ist das Fahrzeug natürlich sehr wendig, weil er halt auch einen sehr kurzen Radstand von nur 3,80 Meter hat. Das Fahrzeug hat eine Gesamtbreite von 2,33 Meter und ist knapp 2,90 Meter hoch mit einer Innenhöhe von 2,13 Meter. Das Fahrzeug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3.500 Kilo und ein Leergewicht von ungefähr 2.900 Kilo, wobei da halt eben schon unsere serienmäßige verbaute Thule-Markise mit drin ist und auch die Fahrradträger, die wir hinten bei diesem Sondermodell mit dabei haben. Das Fahrzeug hat einen sehr großen Kofferraum, wo man also durchaus viele Sachen mitnehmen kann. Ob es die Fahrräder sind für die Kleinen oder Tische, Stühle oder auch den Grill, ist halt ausreichend für gesorgt. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit einem leistungsstarken 165 PS Citroën-Motor, was also auch das Reisen auf lange Strecken oder auch halt im Gewege durchaus einfach macht und auch den Verbrauch bei so einem Fahrzeug in vernünftigen Bereichen behält. Das Fahrzeug ist bei uns zu einem Preis von 53.990 Euro zu bekommen und hat im Prinzip eigentlich schon sehr, sehr viele Dinge drin, die man so braucht. Angefangen bei der Trittstufe, sei es beim Fahrer, Beifahrer-Airbag, sei es die serienmäßige Klimaanlage, die Zentralfahrregelung, die elektrischen Fensterheber. Alles Dinge, die das Reisen und Wohnen in so einem Fahrzeug sehr angenehm macht. Traktion Plus ist mit drin, Tempomat ist mit drin, lässt also alles im Prinzip nichts mehr zu wünschen offen. Die Details vom Fahrzeuginneren, wo er halt eben damit punktet, dazu kommen wir jetzt und gehen halt eben gemeinsam in das Fahrzeug rein. Sie träumen von einem eigenen Glücksmobil? Kein Problem, sprechen Sie uns einfach an. Hier sind wir jetzt drin, in dem richtig schicken, stylischen Glücksmobil. Wie man hier sehen kann, wird hier mit vielen schönen, frechen, modernen Farben und frischen Farben gearbeitet. Es ist nicht immer nur das einfache Grau und Grau, sondern wir haben hier eine schöne, gemütliche Sitzecke. Wie bei diesem Fahrzeug gut zu sehen ist, haben wir hier eine L-Sitzgruppe, wo man also auch schön in der Runde mit gut 6 Personen sitzen kann. Der Tisch lässt sich verschieben. Wir können auch hier ein zusätzliches Bett draus machen. Die dafür vorgesehenen Matratzen haben wir mit dabei. Die liegen hinten auf dem Bett, was ich Ihnen gleich zeige. Und sodass man also hier auch zur Not nochmal eine dritte oder auch vierte Person schlafen lassen kann. Was halt eben hier insbesondere ins Auge fällt, ist halt eben das schöne helle Interieur mit dem Skyroof vorne mit drin, mit dem großen Heki, was also auch ein sehr schönes, angenehmes, helles Ambiente in diesem Fahrzeug vermittelt, was halt bei vielen Fahrzeugen nicht immer Standard ist. Wir haben hier einen großen Bereich, wo wir viel drin lassen können. Einfache Handhabung, viel Staumöglichkeiten, was auch gerade, denn wenn man nochmal mit dritter oder mit vierter Person unterwegs ist, durchaus zu schätzen weiß. So, wie ihr sehen könnt, hat das Fahrzeug 4 Dreipunktgurtsitze. Das heißt also, ich kann also auch da meine mitgelieferten oder mitgenommenen Personen ordentlich und ausreichend gegen einen Crash schützen, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Aber man ist auf jeden Fall während der Fahrt für 4 Personen ausreichend gesichert. Im hinteren Bereich kommen wir dann zu unserer großen geräumigen Küche. Ich habe hier einen 2-Flammen-Kocher. Habe eine ordentliche Ablage, wo ich also auch meine kleine Kaffeemaschine oder eventuell mein Thermomix auch lassen kann und habe halt auch eine Möglichkeit, alles zu waschen. Damit die Frau nicht zu kurz kommt, haben wir halt eben große Schränke mit integrierten Abfalleimer. Wir haben viele Schubladen, die sehr groß und sehr tief sind, wo ich also durchaus alles lassen kann mit integrierten Besteckkasten. Da bleiben keine Wünsche offen.
Was natürlich ganz toll ist, ist der riesengroße Kühlschrank, wo ich auch auf längere Touren durchaus viel drin lassen kann. Mit einem großen Gefrierfach, wo ich also auch unterwegs noch mal mein Eis oder meine Kaltgetränke kühler halten kann. Auch darunter noch mal ein Fach, wo ich noch mal zusätzlich Sachen lassen kann. Der Kühlschrank läuft auf Gas, auf Strom, wie ich es gerade brauche. So, wie man gerade hört, gibt es auch Tage, wo es viel regnet, was natürlich die Akustik etwas lauter werden lässt. Aber auch an solchen Tagen bietet der T691 viel Platz und viel Komfort. Wenn man nicht gerade draußen duschen will, haben wir natürlich hier ein echt tolles, großes, geräumiges Bad. Dieses Bad hat eine Besonderheit, weil ich kann es einmal von der Dusche, die man jetzt von der Toilette, die man jetzt gerade sieht, mit einfachen Handgriffen umbauen zur Dusche, sodass ich da also auch genügend Platz habe, um für große und für kleine Personen eine Duschgelegenheit umzubauen. Und hier habe ich halt eben auch noch ausreichend Stauraum für meine Utensilien, Duschen, Duschzeug, Rasierzeug etc. pp. So, damit ich auch für große und kleine Touren ausreichend Stauraum habe, hat das Glücksmobil an beiden Seiten und an den Betten zwei riesengroße Staufächer, wo ich wie in diesem Falle meine kleine Leiter lassen kann oder halt eben dann mit Klappkörben oder Stapelboxen ausreichend Sachen für warme und für kalte Jahreszeiten mit dabei habe. Beide Schränke haben die Möglichkeit mit einer Kleiderstange, um halt eben auch da gegebenenfalls Sachen einzuhängen, Blusen, Hemden oder Kleider und Röcke. Da ist halt eben für alle genügend Platz gesorgt. Jetzt stehe ich schon gerade hier in dem schönen großen Schlafbereich, weil irgendwann wird es auch mal spät, abends dunkel und da muss ich mich halt hinlegen. Ich habe hier fast 2 Meter lange Betten. Ich kann das Bett auch zur Not zu einem Dreischläfer umbauen. Dazu habe ich hier nochmal eine zusätzliche Matratze. Das, was ihr hier hinten seht, ist das Bett, was ich halt eben vorne aus der Schlafgruppe bauen kann. Das sind die zusätzlichen Matratzen, damit ich halt auch vorne aus der Sitzgruppe noch ein vollwertiges Bett bauen kann. Im oberen Bereich habe ich auch hier wieder große Schränke, wo ich also meine ganzen großen und kleinen Sachen lassen kann. Im oberen Bereich habe ich noch Ablagen, die also auch hier vorne noch eine Kante haben, dass mir also nichts entgegenfällt. Da kann ich mein Handy lagern, da kann ich meine anderen Sachen lagern, die ich jetzt nicht immer jeden Tag sofort brauche. Apropos Handy aufladen, wir haben also hier unten drunter haben wir 2 USB-Steckdosen, wo ich mein Handy also auch über 12 Volt aufladen kann, habe aber auch zusätzlich noch im oberen Bereich eine 230 Volt Steckdose, wo ich auch noch mal andere Dinge aufladen kann oder wo ich eventuell eine Leselampe oder irgendwelche anderen Sachen noch anschließen kann. So, wenn wir, wie gerade angesprochen, das Bett komplett umgebaut haben, haben wir natürlich hier einen kleinen Ausfallschutz, damit halt eben unsere kleinen Gäste, die vielleicht mal nur in der Mittagspause schlafen müssen, hier in Ruhe schlafen können. Und damit sie nicht gestört werden, kann ich alle Fenster und auch das Heki verdunkeln und kann auch den Bereich noch abtrennen, damit halt auch der kleine Schläfer im Schlafzimmer nicht gestört wird. Zum Thema Bordelektronik haben wir hier von Detlefs das umfangreiche Bedienpanel. Wir haben hier neben die Bedienung für die Truma Kombi 6, die halt eben auch hier serienmäßig verbaut ist, sodass also auch in kühlen Jahreszeiten es schnell warm wird. An der Eingangsseite haben wir die Möglichkeit, auch dann da eine Halterung für einen Fernseher zu machen. Die Vorkehrungen sind hier unten schon gesorgt für die TV-Sat-Anlage, für den 12 Volt oder halt auch für den 230 Volt Eingang. Wäre halt eben hier der beste Punkt, um halt eben da einen Fernseher zu montieren. Solche Dinge können wir halt eben auch auf Kundenwunsch individuell nachrüsten. So, damit wäre ich schon eigentlich am Ende von meiner Präsentation. Und ich muss eigentlich sagen, es gibt keinen meiner Glücksmobilkunden, die ich mit diesem Fahrzeug nicht glücklich machen konnte. Viele Kunden hatten das Fahrzeug erst gar nicht auf dem Schirm und haben dann nachher gesehen, wie toll das Fahrzeug ist. Und gerade bei so einer Größe von 7 Meter, so viel Know-how, so viel Platz und so viel Komfort hat halt keiner erwartet. Dafür steht aber halt eben das Glücksmobil mit seinem guten Namen.
Ja, wir hoffen, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Und vielleicht interessiert euch das Glücksmobil. Hat es euch gefallen, was ihr gesehen habt? Lasst uns gerne einen Kommentar da. Auf jeden Fall nicht vergessen, uns zu abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr nächste Woche wieder benachrichtigt werdet, wenn es heißt, eine neue Folge von Dumo TV. Bis dahin, schöne Woche!